Hallihallo, liebe Leute, schön, dass ihr wieder einschaltet zu den Nachbarsbauern. Wir sind hier schon wieder fleißig am Werkeln. Wenn ich hier sage, natürlich nicht ohne den Gacki. Hallo, Gacki, wie geht's dir? Hallo. Was machst du so? Ich bin am Sojabohnen dreschen, mal zur Abwechslung, was anderes. Aber diesmal mit meinem originalen Schneidwerk, nicht mit so einem etwas größeren. Also, meins würde im Hof stehen, mein kleines. Ich wollte gerade sagen, ich hätte ja mal das 15 Meter ausprobieren können. Aber nee, lieber nicht. Der Vorteil an so einem großen Schneidwerk ist, du kommst halt doch relativ schnell voran, ne? Also ich meine. Aber was nützt mir das, wenn ich dann 5 Meter fahre und mein Korntank voll ist? Zum einen. Ja. Und, halt ein Problem, ne? Ich glaube auch nicht, dass ich da meine 10 km/h ausspielen könnte, die ich hier jetzt locker fahren kann. Also, meine Sonnenblumen sind gleich runter. Ich bin auch schon in der dritten Bahn. Dass deine 3 Bahnen so weit sind wie eine von meinen. Ja, nö. Ich habe mit 3 Bahnen habe ich 18 Schneidwerk Meter. Schon. Ich mit 3 Bahnen habe ich 18 ja, gut, Meter. Mein Schneidwerk hat nur 15 Meter. Ja. So schaut's aus. Ja gut. Hast du halt ein Schnitzelchen mehr. Aber du musst halt dreimal fahren und nicht nur einmal. Ja. Und das Ding ist, es kommt fast nichts runter hier. Habe ich irgendwie das Gefühl. Ich muss mal wieder gucken, was die Vorhersage. Ist halt so, ja. Es ist halt nicht so viel Ertrag halt, ne? 27.000, sagt er. Das bezweifle ich aber. Das bezweifle ich ganz, ganz stark. Ja, gucken wir mal, wie es aussieht am Ende. Ich gehe mal abtanken. Oh, das sind ja doch noch ein paar Bahnen. Halleluja. Oh Gott, das will. Es sind doch noch ein paar mehr Bahnen, als ich dachte. Ja, da ist noch einiges. Ja. Ich bin gespannt, ob ich das alles da in die Anhänger reinkriege. Mehr zur Not. Lass mal halt noch ein bisschen was im Dasher denn. Ja. Das geht ja auch. Kannst du über Steine gerade sehr günstig, sehr guten Preis verkaufen. Weiß nicht, ob das gerade so in deinen Workflow reinpasst. Ich habe gerade letzten Monat meine Steine alle verkauft. Ah. Was bringen sie denn? Steine. 131, okay. Okay, 131 ist aber nicht schlecht, ne? Das ist gegen der normale Höchstpreis sind 109. Das sind 131, ganz schön viel. Oh, es hat das wieder Geld gegeben. Halleluja. Ah, ich bin schon wieder bei fast 10.000, Wahnsinn. Was sagt denn meine BGA? Die müsste doch langsam. Ja, der Bunker ist leer und die BGA hat noch 61.000. Alles im guten Bereich. Geht alles. Ja,
kann ich ja den Weinberg schon mal vorbereiten. Ich sehe das kommen. Auf dem Riesenfeld wird nachher dann eine Reihe Reben stehen. Deswegen habe ich mir nur ein kleines Feld geholt. Kann er das neben dann noch kaufen, wenn es mir beliebt. Das sind ja auch Sonnenblumen drauf. Was kostet denn der Spaß der Blumen eigentlich? Oh, 267.000. Das ist ja ein Stöppchen. Wenigstens noch Ernte auf die Sonnenblumen. Ja, dann behalt dein Feld. Ja, komm, das ist eigentlich auch ein Schwachsinn, was wir hier machen. Ja, ich glaube, ich krieg alles in die Anhänger rein. Das ist, glaube ich, gut. Können wir auch mit dem Traktor hochfahren, das ist immer schneller. Wohin? Ja, ich hatte gerade überlegt, mit dem Drescher zum Anhänger runterzufahren. Aber ich glaube, mit dem Traktor hochfahren ist effektiver. Nehmen wir es mal so. Ja, weil deine Möhre mir nicht aus dem Krieg kommt. Ja. Weil so viel wie der Drescher unter Volllast läuft, läuft der Deutz im Standgas. So gefühlt. Der Drescher hat halt 20 maximal. Das ist halt nicht wirklich viel. Ja. Ich kenne die Pain. Das war ja genau der Grund, warum ich gesagt habe, ich wechsle das Gerät. Gut, zu so einem Modell wollte ich jetzt nicht unbedingt greifen, aber gut, ich meine, so hat gesprochen. Ne? Da bist du halt machtlos als Klima. Halt, ne? Ja. Aber es ist doch nicht so schlimm, muss ich sagen. Glaube ich. Ich hatte jetzt in einer YouTube-Videoreihe gesehen, da hat einer sich auch einen Oldtimer-Drescher geholt. Okay. Den gibt es auf dem Mod-Hub irgendwie Festulas oder so, ist wohl irgendwas Polnisches. Sagen wir mal so, Korntank 1500 Liter. Oha. Ja, das ist auch so ein Open-Air-Drescher, so ähnlich wie der Bison. Hm. Weiß nicht, wie breit, ich glaube 3 Meter Arbeitsbreite oder so irgendwie. Auf jeden Fall uriges Gefährt, um es mal freundlich auszudrücken. Ja. Und dann musst du den Staubpott hier noch zusätzlich drauf machen. Dann fängt er was Husten an. So ungefähr. So, ist das schon die vorletzte Bahn hier? Ach ja. Huckelig. So, dann mach mal leer die Kiste. Ja, das ging jetzt doch relativ fix hier. Hätte ich nicht gedacht, dass es ganz so schnell geht hier. Oh, ist doch schön. Was gucken. Es ist fast knapp geworden mit dem Regen, ne? So, weiter geht's. Ja, also ich schaff's auch noch vor dem Regen. Gerade so. Ja, die Oliven, die Reben, die wir da bauen wollen, das wird schon scheit teuer werden, ne? Ja. Ah ja, ich muss mal gucken, den Preis für meinen Kuchen, ne? Ich stehe ja noch irgendwo in der Pampas rum. Ah, da war was. Wenn man mal den Tempomat angucken, wie der Preis mittlerweile aussieht.
Es sinkt. Der Pfeil geht nach oben, aber der Preis sinkt. Perfekt. So muss das sein. Aber die Anzeige von den Kuchen hat sich wieder verändert. Also jetzt ist sie gar nicht mehr steigend. Hä? Jetzt gibt es auch vom Januar den besten Preis. Ja, ja, ja. Das muss man nicht verstehen. Soll ich jetzt bis Januar noch warten? Man, so viel mehr gibt's auch wieder nicht, ne? Naja. Muss man gucken. Ah, ich verkauf's einfach. Scheiß, wurscht. So. Haben wir nochmal 13.000 Liter im Tank dann? Warte, wir können auch mal gucken. Oh ja, die Reste werden auch immer mehr. Ich wollte Popcorn gucken. Ja, läuft. Gott. Die ist aber verdammt langsam. Die Popcorn-Fabrik? Ja. Warte mal. Ich habe 1022. Wenn der 960 Zyklen... Das heißt, mit dem Mais, den ich da drin habe, komme ich 71 Monate aus. Der macht 960 Zyklen im Monat. Und verbraucht ein Mais. Okay. Also 960 Liter Mais im Monat. Also ich muss mal sagen, mit dem zusammengeklappten Maisgebiss da vorne dann, das sieht man halt jetzt nicht wirklich viel, ne? Und wenn du durch die... Fährst du durch die Stadt durch, oder? Ja. Da, wie gesagt, da kannst du gleich dann noch Slalom fahren. Oh ja, da ist er schon. Mittig geht. Ich hatte irgendwie... Ja, dass die Übersicht gut, du hast jetzt ein bisschen besser, als ich den auf dem Auflieger drauf hatte. Da war das ein bisschen kritisch, fand ich. Ja, da konntest du aber auch nicht so direkt lenken. Das ist halt der Nachteil, denke ich mal, gewesen. Ja, ja. Ja, und ich habe halt dadurch, dass ich das Schneidwerk halt in der Mitte schön zusammengeklappt habe, ich sehe halt den Mittelspalt und kann mich da echt schön an den Mittellinie halten. Oh, ja. Aber ich glaube, ich nutze die Breite der Straße komplett aus. Gut, aber die anderen haben auch alle 960 Zyklen pro Monat. Ja. Ja, schwierig. Hofeinfahrt? Ja. Könnte ich wetten? Ich hab so das Gefühl, das geht nicht. Das klappt nicht. Muss ich über außen umfahren? Durch die andere Hofeinfahrt.
Ja, ein. Aber bei der Acker, da ist ja gar nichts drauf gesehen. Ja, ich fahr trotzdem den Feldweg hinten rein. Ich kann ja an dem Zuckerhübenfeld dann vorbeifahren. Ja. Was sie erstmal an meinem Feld vorbei unten zur Wiese und dann den Feldweg hoch. Oh. Oh. Leichter Umweg, aber passt schon. So, geht ja das auch. Was ist das? Oh! Frage aus. Ist nur, ich durch meinen Hof mit dem Ding. Ich glaube, ich brauche einen Schneidwerkswagen für die Kiste. Das geht. Das Bad, Fahr des Todes, geh weg. Oh Gott, Hilfe! Ich da vorbei? So, ich stehe jetzt nicht ab. So. Jetzt schaffe ich mir noch mal ganz kurz die Kackisse weg. Bitte mehr. Hier bei mir? Stehen noch da oben? Nein, bei mir hier am Feld, wo ich bin. Ja, bei dir. Ich bin am Feld. Ach da. Fahrzeug einsteigen. Dann verkaufe ich jetzt so schnell die Kuchen. Das gönne ich mir jetzt so für die Folge. Muss ich zwar ein bisschen beeilen. Ich hab noch da einen. Okay. Das kriege ich hin. Gucken wir mal. Boah. So wie die Cubs fahren, finde ich der nicht so geil, ne? Wie man das richtig macht, kannst du dir an diesem Wochenende sogar im Livestream. Ja, ich gibt's ja nicht so... Rug Racing Nürburgring. Ja, ich glaube, die sind aber ein bisschen modifiziert. Das ist nicht ganz so original. Ja, die sind modifiziert, die sind abgeriegelt, was die Geschwindigkeit angeht. Die fahren, glaube ich, nur 160. Abgeriegelt? Bei 160. Okay. War zumindest früher mal so. Ich weiß nicht, ob es jetzt immer noch so ist. Aber stimmt, Formel E ist dieses Wochenende auch. Muss ich mal gucken, wann die Rennen sind. Das kann ich dir nicht sagen. Weil die fahren in New York diesmal. In New York? So, ich bin auf dem Weg, Gacki. Sehr gut, sehr gut. War auch an dir vorbei. Dann kannst du noch mal kurz in die Kamera winken, damit ich dann abmodell. Okay. Ich nehme Schwung. Aber ich komme nicht so wirklich vom Fleck. Der Kuckuck ist schwer. So, Gacki, ist dein Moment, wo bist du? Ich sehe den Aua. Ja, genau. Was hast du jetzt? Ich hab's ruckeln gesehen. Warum habe ich mich denn jetzt umgedreht? Genauso ist es mir vorhin auch gegangen mit dem leeren LKW. Ja, der beschleunigt halt irgendwie null halt, ne? Schläuche dran? Ja. Schläuche sind dann. Weiß ich nicht. Ja, der Kuchen ist halt einfach viel zu schwer. Wir kennen es alle, dieser schwere Kuchen. So. Ja. Aber den genüsslichen Einnahmen, die nehmen wir noch mit. Schnell hier rein in die Einfahrt.
Lasset die Kassen klingeln. Oh ja. Jetzt geht's ihm wieder gut. Oh ja. Oh, 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 da kommt aber das Geld reingeschossen hier. Ei, 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 ei. So, ja, da haben wir wieder ein paar Euro auf dem Konto. Ja, liebe Leute, das war's auch schon wieder für heute. Also so ganz für heute. Die Streaming-Session endet heute ungewöhnlich früh. Beide halb eins ist es erst. Aber nächste Woche geht's hier auf jeden Fall weiter. Und für euch da draußen natürlich morgen schon wieder um 12 Uhr. Ihr kennt das ganze Prozedere. Schaltet ein, habt Spaß mit uns. Bis dann, tschüss. Ja, und wie immer, Kommentare, Däumchen, Abos sind immer gerne gesehen. Also haut rein, haut in die Tasten und ja, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.